Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Adalbert Stifter. Der Berg. Erinnerst du dich noch, wie oft wir nachmittags im Garten saßen, wie es recht schön war, wie die Bienen um uns summten, die Linden dufteten und die Sonne blau vom Himmel schien? Da sahen wir auch den Berg. Wir sahen, wie er so blau war, so blau wie das sanfte Firmament. Wir sahen den Schnee, der oben ist, wenn auch bei uns Sommer war, eine Hitze herrschte und die Getreide reif wurden. Und unten, wo der Schnee aufhört, da sieht man allerlei Farben, wenn man genau schaut. Grün, blau, weißlich. Das ist das Eis, das unten nur so klein ausschaut, weil man sehr weit entfernt ist. Und das, wie der Vater sagte, nicht weggeht bis ans Ende der Welt. Und da habe ich oft gesehen, dass unterhalb des Eises die blaue Farbe noch fortgeht. Das werden Steine sein, dachte ich, oder es wird Erde und Weidegrund sein. Und dann fangen die Wälder wieder an. Die gehen herab und immer weiter herab. Man sieht auch allerlei Felsen in ihnen. Dann folgen die Wiesen, die schon grün sind, und dann die grünen Laubwälder. Und dann kommen unsere Wiesen und Felder, die in dem Tale von Gscheid sind.